Ludwig II. Von Bayern. Ein ewig Rätsel wollte er bleiben. Mit seinen Bauten schuf er sich ein Reich der Fantasie. Sein Ruf als Märchenkönig währt bis heute. Ein anderer will ein Reich mit Blut und Eisen schmieden. Otto von Bismarck. Doch eine deutsche Einheit unter preußischer Regie will der bayerische König verhindern. Es ist das Ende des Märchenkönigs, das die größten Rätsel aufgibt. Ludwig II. Ist von seiner eigenen Regierung entmachtet worden. Seit einem Tag steht der 40-Jährige unter Hausarrest. Der König gilt als paranoid und regierungsunfähig auf Lebenszeit. Ausgang wird dem abgesetzten König nur in Begleitung des Nervenarztes Professor von Gutten erlaubt. Es wird bald regnen, Majestät. Bereits am Morgen hatten der König und der Arzt einen Spaziergang unternommen. Der Park des Schlosses am Starnberger See ist von Mauern umgeben und gut bewacht. Eine Flucht scheint unmöglich. Von Gutten verzichtet auf eine Eskorte, als er am Abend des Pfingstsonntag 1886 mit dem König zu einem zweiten Spaziergang aufbricht. Zeugen gibt es von den folgenden Ereignissen keine, nur Spuren, Indizien und Vermutungen. Auf seinen Begleiter wirkt der gestürzte König ruhig und gelassen. Aber was wie ein harmloser Ausflug im Park beginnt, führt in ein Geheimnis, das bis heute die Menschen bewegt. Ludwig findet eine Gelegenheit, um sich von Gutten abzusetzen. Er bricht durch das Ufergehölz und bewegt sich auf das Wasser zu. Was hat er vor? Majestät, warten Sie! Will der König fliehen? Sucht er den Tod? Es war ein Leben zwischen rauschhaften Höhenflügen und tiefster Depression. Majestät, das hat doch keinen Zweck! Der Arzt versucht, den König aufzuhalten. Jetzt kommen Sie schon, Majestät! Was soll das denn? Ist das, was um 18.54 Uhr tödlich endet, nur die persönliche Tragödie eines bayerischen Monarchen? Bayern vor 200 Jahren. Einer von 39 souveränen Staaten im sogenannten Deutschen Bund. Mit selbstbewusstem Auftreten und geschickter Bündnispolitik profitiert Bayern von der Neuordnung Europas nach Napoleon. Im Tausch für Tirol wird das Königreich Bayern um Franken, Schwaben und die Pfalz erweitert. Auch die Herrscher von Sachsen, Württemberg und Hannover waren mittlerweile Könige. Ihre Staaten sind der Kern des sogenannten Dritten Deutschland. Neben den Großmächten Preußen und Österreich sucht es seine eigene Rolle im Deutschen Bund. Vor allem aber geht es den Monarchen des Dritten Deutschland um den Erhalt ihrer Souveränität. Sie vertrauen dabei eher auf den Kaiser in Wien als auf den preußischen König. Dass sich das ändert, dafür will dieser Mann sorgen. Otto von Bismarck. Im August 1863 ist er Gast im bayerischen Königshaus. Nach einem Souper auf Schloss Nymphenburg kommt es zu einer Begegnung zwischen dem 17-jährigen Kronprinzen Ludwig und dem preußischen Ministerpräsidenten. Für Bismarck ist Thronfolger Ludwig ein politisches Leichtgewicht. Noch ahnt keiner der beiden, dass der junge Wittelsbacher nach dem plötzlichen Tod seines Vaters binnen Jahresfrist König von Bayern werden sollte. Darf ich?
Das Gespräch von Nymphenburg wird das einzige bleiben, das die Gegenspieler um die Zukunft Deutschlands persönlich miteinander führen. Warum lehnen Sie einen deutschen Staatenbund ab? Unter Einschluss von Österreich. Uns ist an einem schwachen Vielvölkerstaat nicht gelegen, sondern an einem starken Reich. Und dafür soll Bayern seine Freiheit opfern? Was haben die Bayern denn gegen eine geeinte deutsche Nation? Die müsste doch auch im bayerischen Interesse sein. Wir Bayern sind bereits Nation. Warum sollten wir unsere Nation, Herr von Bismarck, für ihre aufgeben? Die Positionen scheinen unversöhnlich. Bismarck will die Einheit Deutschlands unter preußischer Führung. Mit Bayern, aber ohne Österreich. Für Ludwig geht es um die Souveränität seines Landes. Man muss sich die damalige Situation vergegenwärtigen. Im Jahr 1863, da war Österreich im Begriff, eine innere Reform Deutschlands voranzutreiben, um die Oberherrschaft oder die Dominanz zu gewinnen. Und das war gegen die Interessen der Politik Bismarcks. Bismarck versuchte auszuloten, welche Rolle Bayern in diesem Prozess spielen würde und ob es ihm gelingen könnte, Bayern herüberzuziehen auf seine Seite und den Weg zu unterstützen, Österreich aus dem damaligen Bund herauszudrängen. 3 Jahre später soll der Krieg gegen Österreich und seine Verbündeten die Entscheidung bringen. Herr Minister, Bayern mit ihrer Ausrüstung und ihren 40.000 Mann sind keine Gefahr. Die bayerische Armee brauchen wir nicht zu fürchten. Ihre Eisenbahn dagegen sehr wohl. Sie meinen die Linie Regensburg, Pilsen, Prag? Wenn Bayern Österreich die Linie überlässt, können sie ihre Truppen 15 Tage früher ins Feld führen. Wie wichtig ist uns diese Sache denn? Wie wichtig ist es, dass Bayern den Österreichern die Schiene verweigert? Äußerst wichtig, würde ich sagen. Möglicherweise kriegsentscheidend. Dann wird man der bayerischen Regierung eben klar machen müssen, welche Konsequenzen die Überlassung ihrer Eisenbahnlinie an die Österreicher haben könnte. So ist es. Der Kriegsschauplatz liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und Wien. Wer ihn mit seinen Truppen zuerst erreicht, hat entscheidende Vorteile. Ein neues Verkehrsmittel kann den Ausschlag geben, die Eisenbahn. Den preußischen Verbänden stehen für den Aufmarsch in Böhmen 5 Eisenbahnlinien zur Verfügung. Österreich besitzt nur eine. Mit der bayerischen Bahnlinie von Regensburg nach Prag könnte es seine Transportkapazität verdoppeln. Wie weit soll Bayerns Hilfe für das verbündete Österreich gehen? Entschieden wird die Eisenbahnfrage hier, am Odeonsplatz, neben der Residenz in München. Schauplatz von Paraden und Siegesfeiern, Machtzentrum des dritten Deutschland. Aber München zögert. Eine erste Bewährungsprobe für den 19-jährigen König. Die Eisenbahnfrage, meine Herren, ist sehr dringlich. Wie soll ich auf das Ansuchen des Kaisers von Österreich reagieren? Um Zeit zu gewinnen, könnten wir sagen, dass noch immer keine endgültige Meldung über die Einsatzfähigkeit der neuen Eisenbahnlinie von Regensburg nach Prag vorliegt. Bismarck würde das gefallen. Majestät, sehen auch das Problem mit den Waggons. Wenn wir sie an die Österreicher abgeben, schaffen es unsere eigenen Truppen nicht mehr rechtzeitig ins Feld. Meine Herren, ich hätte nichts dagegen, wenn der Krieg ohne meine Bayern stattfinden würde. Nach Lage der Dinge konnte Ludwig II. Sich dem Bündnis mit Österreich nicht entziehen. Die staatliche Existenz Bayerns war eng an das Schicksal des österreichischen Staates gekoppelt, der Habsburger Monarchie. Die verwandtschaftlichen Beziehungen, die jahrhundertelangen Traditionen haben dazu geführt, dass Bayern dann tatsächlich auf der Seite Österreichs in den Krieg eintritt. Die Entscheidungsschlacht des deutschen Krieges findet aber ohne bayerische Beteiligung statt.
Nur Sachsen stellt als einziger Vertreter des dritten Deutschland ein Truppenkontingent auf Seiten Österreichs. Als schlachtentscheidend erweist sich nicht die Nutzung der Eisenbahn, sondern eine neue Waffe, das Zündnadelgewehr. Als Hinterlader erlaubt es der preußischen Infanterie eine schnelle Schussfolge im Liegen. Die Gegner können ihre Vorderlader nur im Stehen bedienen. Das dauert länger und die Soldaten bieten dabei ein leichtes Ziel. Am Abend des 3. Juli ist in Königgrätz die Entscheidung gefallen. Nach katastrophalen Verlusten ziehen sich die Österreicher zur Verteidigung Wiens nach Süden zurück. Das dritte Deutschland wird zur leichten Beute der preußischen Übermacht. Sachsen ist schutzlos, das Königreich Hannover kapituliert. In der zweiten Juliwoche stoßen preußische Verbände nach Süden zu den bayerischen Stellungen an Main und Saale vor. Bad Kissingen wird Schauplatz erbitterter Kämpfe. Auch bei Uettingen toben schwerste Gefechte. Am 28. Juli kapituliert Bayern nach dem Beschuss von Würzburg durch die Preußen. Die Lasten des Krieges trug vor allem das bayerische Franken. Das ist auch Streitpunkt im Bayerischen Landtag. Die materiellen Verluste, meine Herrschaften, werden uns noch lange beschäftigen. Allein die Kriegsschäden in der Kurstadt Bad Kissingen belaufen sich auf 238.399 Gulden. Das ist ja unglaublich. Das ist doch ein Wahnsinn. Und die bayerische Regierung bewilligt uns dafür lediglich ein Darlehen von 24.000 Gulden. Das kannst du nicht zahlen. Diese Zahl ist eine Bankrotterklärung der bayerischen Frankenpolitik. So sieht's aus. So ist es. Ende 1866 steht die staatliche Einheit Bayerns auf dem Spiel. Bayern war seit der napoleonischen Zeit ein Kunststaat, zusammengesetzt aus verschiedenen, auseinanderstrebenden Einheiten. Die wichtigsten Separatisten waren die Rheinpfalz und Franken. Franken war erst 5 Jahrzehnte zuvor ein Teil Bayerns geworden. Jetzt sieht es sich als das eigentliche Opfer des Krieges. In einer zeitgenössischen Interpretation des Frankenliedes heißt es: O heilger Veit von Staffelstein, beschütze deine Franken und schmeiß die Bayern aus dem Land. Wir wollen's ewig danken. Der Friedhof von Uettingen dokumentiert die Niederlage Bayerns im Deutschen Bruderkrieg. Und das Ende der Idee eines dritten Deutschland. Bayern wird zu einem Schutz- und Trutzbündnis mit Preußen gezwungen. Im Kriegsfall unterstehen seine Truppen nun dem Oberkommando in Berlin. Nicht nur der Souveränitätsverlust macht dem König von Bayern zu schaffen. Ludwig II. Bereist das vom Krieg betroffene Franken, um die Menschen zu versöhnen. Herr Abgeordneter, werden uns die Franken verzeihen? Majestät, Ihre Gegenwart heiligt alle Opfer. König Ludwig wird für die Kriegsfolgen mitverantwortlich gemacht. Die Euphorie, die dem jungen Monarchen bei seinem Herrschaftsantritt entgegengebracht worden war, scheint verflogen. Wird er die Stimmung wieder zu seinen Gunsten wenden können? Franken in ein Schlachtfeld verwandelt. Die Franken wissen, mein König, dass ihr alles Menschenmögliche getan habt, um das zu verhindern. Die Reise in die Kriegsgebiete gerät am Ende zu einem Triumphzug. Ludwig kann nicht nur die Separatisten in Franken beschwichtigen. Im ganzen Land gewinnt der Monarch verloren gegangene Sympathien zurück.
Ein weiterer Schritt soll seine Position endgültig festigen. Ludwig ist zwar seit 2 Jahren König, aber immer noch Junggeselle. An Frauen hat der umschwärmte Wittelsbacher bislang kein erkennbares Interesse gezeigt. Nun sucht der König eine Königin. Eine Heirat am Hof zu München wäre ein gesellschaftliches Ereignis von europäischem Rang. Und dazu geeignet, Gerüchte über heimliche Neigungen Ludwigs zu zerstreuen. Die Wahl des Wittelsbachers fällt auf eine Verwandte. Die jüngste Schwester der Kaiserin Elisabeth von Österreich, Sophie Charlotte. Sie kennt Ludwig, ihren Cousin, seit Kindertagen. Die beiden teilen Vorlieben für Literatur und Musik. Wird das für eine Ehe reichen? Am 22. Januar 1867 hält Ludwig offiziell um die Hand von Sophie Charlotte an. Willst du meine Gattin werden? Königin von Bayern? Genossin meines Thrones? So in deinem Herzen Platz für mich ist, mein lieber Vetter, will ich auch den Platz an deiner Seite einnehmen. Aber Sophie, den Platz in meinem Herzen hast du doch längst. Als Freundin ja, aber habe ich ihn auch als Frau? Die Königinnenkrone soll Sophies Bedenken zerstreuen. Sollte es möglich sein, dass eine Frau mich glücklich macht, dann bist du, Sophie, die Einzige. Bist du dir wirklich sicher? In der Rolle des verliebten Bräutigams kann Ludwig nicht überzeugen. Du sollst wissen, wie ernst es mir ist. Er liebt mich nicht. Er spielt nur, das spüre ich. Ludwig II. Wird nie heiraten. Noch in der Verlobungszeit wird ihm ein Verhältnis zu seinem Stallmeister nachgesagt. Die Frage, ob Ludwig homosexuell veranlagt ist, stellen schon die Zeitgenossen. Ein Foto, das ihn mit dem befreundeten Schauspieler Josef Kainz zeigt, wird nachträglich retuschiert. Bis zu seinem Lebensende wird Ludwig alles tun, um die Wahrheit zu vertuschen. Ich glaube, der Ludwig war nicht der Mensch, der mit Angriffen leben konnte. Dafür war er zu sensibel. Dann lieber alles unter der Decke halten und so tun, als ob, als irgendwie zu etwas stehen. Es gibt andere Fürsten in Europa, die dazu gestanden haben. Sie haben leiden müssen, aber trotzdem, sie standen einfach dazu ohne Probleme. Aber Ludwig war nicht der Typ dazu. Ludwigs Versuch, seine Herrschaft durch eine Heirat zu festigen, gerät zum Fiasko. Verspricht eine politische Liaison mehr Aussicht auf Erfolg? Im Frühjahr 1867 reist Ludwig II. Zur Weltausstellung nach Paris. Es ist nicht nur sein Interesse an technischen Neuerungen, das ihn nach Frankreich führt. Der König aus Bayern trifft Kaiser Napoleon III. Für eine Allianz gegen Preußen? Sire, gestatten Sie mir die Frage. Was hat Bismarck gegen die französische Nation? Er braucht die Feindschaft zu Frankreich, um sein deutsches Reich zu schmieden. Selbst wenn die Grande Nation es wollte, verhindern kann sie die deutsche Vereinigung wohl kaum. Wir Bayern wollen sie verhindern. Ach ja? Was hat der bayerische König gegen ein vereintes Deutschland? Der König von Bayern hat darin keinen Platz mehr. 3 Jahre später droht Krieg zwischen Frankreich und Preußen. Was denken Sie, ob wir uns auf die Bayern noch verlassen können? Die bayerische Regierung ist auf unserer Seite. Und Ihr König Ludwig? Ist er nicht ein Freund der Franzosen? Das Waffenbündnis zwischen Preußen und Bayern gilt trotz der bestehenden Differenzen.
König Ludwig von Bayern wird es mit Sicherheit nicht brechen. Für den Krieg mit Frankreich brauchen wir die Bayern und ihre Pfalz. Die kriegen wir schon. Verlassen Sie sich drauf. Und der Anlass für den Krieg? Ein Anlass wird sich finden. Am 15. Juli 1870 erklärt Frankreich Preußen den Krieg. Ausgelöst durch eine gezielte Provokation Bismarcks, die sogenannte Emser Depesche. Bismarcks Rechnung geht auf. Die Kriegserklärung Frankreichs erzeugt auch in Bayern nationale Euphorie. Seit wann lässt sich ein König seine Entscheidungen von der Straße diktieren? Es ist nicht die Straße, mein Bruder. Es ist Bismarck. Er hat den Kaiser von Frankreich in eine Falle gelockt. Nicht nur den Kaiser von Frankreich. Uns auch. Und jetzt? Wir können die Entwicklung nicht aufhalten, Otto. Aber wir können an ihrer Spitze stehen. Wenn es schon ein Krieg der Deutschen gegen Frankreich sein soll, dann will Bayern sich an vorderster Front bewähren. Bereits 3 Tage nach der Mobilmachung stehen bayerische Truppen an der französischen Grenze in der Pfalz. Die Entscheidung im deutsch-französischen Krieg fällt am 1. September 1870 bei Sedan. Die französischen Truppen verschanzen sich in improvisierten Stellungen rund um die Stadt. Dem Beschuss durch preußische Artillerie sind sie nahezu schutzlos ausgeliefert. Binnen weniger Stunden wird die Armee des französischen Kaisers aufgerieben. Mit dem Sieg von Sedan ist nicht nur der Krieg gegen Frankreich entschieden. Die Nachricht vom gemeinsamen militärischen Erfolg löst eine gesamtdeutsche Hochstimmung aus, der sich weder Bayern noch sein König entziehen können. Mit dem Sieg über Frankreich war auch für Ludwig II. Klar, dass die Visionen, die auf eine bayerische Eigenstaatlichkeit und deren Fortführung zielten, dass denen die substanzielle Grundlage entzogen war. Der Sieg über Frankreich bedeutete die Notwendigkeit des Schritts zur nationalen Einigung. Das sahen die Minister, das sah der König wahrscheinlich ganz genauso. Der Sieg war für ihn eine souveränitätspolitische Niederlage. Versailles. Der Kommandostand der preußischen Armee in der Residenz der französischen Könige. Obwohl der Krieg gegen Frankreich noch nicht zu Ende ist, beginnen hier die Verhandlungen zur deutschen Einigung. Von ihm werden sie gelenkt, Bismarck. Sein politisches Werk will er durch die Erhebung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser krönen. Dazu braucht er die Unterstützung des bayerischen Königs, dem er Geld und Land anbietet. Doch Ludwig will mehr. Ich beschwöre dich, das Schreckliche nicht zu tun. Otto, du gehst nach Versailles und du wirst dem Kaiser gratulieren. Warum sollten wir dorthin gehen, wo man uns zu Knechten macht? Dieses Opfer bringen wir nicht umsonst. Wir verlangen die Hälfte der Kaiserkrone. Du willst auch Kaiser sein, mein Bruder? Das ist die Bedingung, die Krone soll wandern. Zwischen Berlin und München. Zwischen den Hohenzollern und den Wittelsbachern. Es war der letzte verzweifelte Versuch Ludwigs II., die sich anbahnende Zentralisierung zu relativieren, abzuschwächen. Aber andererseits war es auch ein Versuch, die Rolle Bayerns hervorzuheben im Reich. Man muss sich das konkret vorstellen. Der Kaiser hätte einmal in Berlin residiert und das andere Mal in München. Begreift Ludwig denn unsere Lage nicht? Seine Forderungen gehen entschieden zu weit. In Deutschland kann es nur einen Kaiser geben. Das muss er doch einsehen. Bismarck setzt sich durch. Der König von Bayern verzichtet und schlägt Wilhelm I. als alleinigen deutschen Kaiser vor. Es lebe seine Majestät, Kaiser Wilhelm! Die deutsche Einigung unter preußischer Regie ist vollendet. Doch was wird aus Bayern?
Dem Sieg über Frankreich setzt man in München ein Denkmal. Doch die Gefühle sind gespalten. Künftig wird Bayern einer von vielen Bundesstaaten des geeinten Kaiserreiches sein. Auch wenn es Ludwig gelingt, für sein Land mehr Rechte zu erstreiten und für sich mehr Geld, wer wirklich Sieger ist und wer Verlierer, bleibt umstritten. Auch im Bayerischen Landtag, der damals über den Beitritt zum Reich mitentscheidet. Für die Liberalen bietet das geeinte Deutschland politische und wirtschaftliche Vorteile. Die Partei der Patrioten sieht darin Verrat am bayerischen Vaterland. Ruhe! Uns gemeine Verräter seid ihr! Was reden Sie für einen Unsinn? Die Abgeordneten der freien deutschen Staaten werden in Zukunft im Reichstag zu Berlin zusammenkommen! Berlin? Ein Staatenbund soll das sein! Ein Bundesstaat und der preußische Oberaufsicht ist es! Das ist doch Unsinn! Auch das große Bayern wird in diesem Bund vertreten sein! Ihr seid die Totengräber des Bayernlandes! Keine Polemik! Die Debatte dauert 10 Tage. Setzen Sie sich wieder! Das Einzige, was zu Ende geht, ist Ihre Kleinstaaterei und Ihre Engstirnigkeit. Gekauft und bestochen hätte euch dieser Bismarck! Genau. Jetzt hören Sie mir doch bitte mal zu! Die Souveränität unseres bayerischen Landes bleibt so weit als möglich erhalten! Gar nichts mehr werden die Preisen uns bestimmen lassen! Gerade am Bier bleibt das nur ein Bissding! Was Schand ist das und keine Souveränität! Am Ende stimmen nicht nur Liberale für den Beitritt zum Reich. Daneben gab es eine ganze Reihe von patriotischen Abgeordneten, die schlicht und einfach Angst gehabt haben, dass dieses Königreich Bayern, geschaffen aus den Umwälzungen am Beginn des 19. Jahrhunderts, in seine Einzelteile auseinanderfliegen würde, wenn man hier eine gegen die nationale Einigung gerichtete Politik forcieren würde. Um der Gefahr einer Spaltung zu entgehen, fügt sich Bayern in das Deutsche Reich ein. Ein Schritt, den auch der bayerische König mitvollziehen muss. Doch was bleibt von seinem Königtum? In den Wochen der Entscheidung zeigt sich Ludwig kein einziges Mal in der Öffentlichkeit. Gesundheitliche Probleme holen ihn ein. Sie haben die Zähne Ihres Vaters gehabt. Wir werden wieder ziehen müssen. Es ist ein Wunder, dass noch Zähne für Sie übrig sind. Mein lieber Dr. Schleiß, ich dachte, Bismarck hätte mir schon alle gezogen. Ludwig hatte nie den Glauben aufgegeben, der von Gott erwählte König zu sein, der das Land der Bayern in die Zukunft führt. Wovon soll er künftig träumen? Eine fantastische Seilbahn, die ihn in die Lüfte trägt. Dafür entstehen exakte Pläne. Auf dem Dach der Residenz in München lässt er einen monumentalen Wintergarten errichten. Er will das goldene Zeitalter imperialer Pracht wiederbeleben, den Glanz vergangener Königreiche, ob in Europa oder sonst wo in der Welt. Märchenhaft anmutende Bauprojekte, die der Herrschaft des Königs einen neuen Sinn verleihen könnten. Alles nur Illusion? Schon 1869 hatten die Bauarbeiten für Schloss Neuschwanstein begonnen. Auf einem Felsen über der Pöllertschlucht bei Füssen soll die Vision wahr werden. Ein Schloss, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Auf Bayerns größter Baustelle wird modernste Technik eingesetzt, um eine Traumvorstellung vom Mittelalter Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür versammelt der König die fähigsten Handwerker aus ganz Deutschland. Die Gestalt seiner Bauten weist in die Vergangenheit. Doch die Technik ist auf dem neuesten Stand. Der Thronsaal von Neuschwanstein,
Gekrönt wird er von einer Kuppel mit 13 Metern Scheitelhöhe. Die Lasten werden von Eisenrohren getragen, die sich in den farbigen Säulen verbergen. Der Boden des Saales wird von Metallträgern gesichert und die Kuppel selbst ist von unten in ein gusseisernes Strebewerk eingehängt. Ein Märchenschloss mit Telefonanschluss. Dem ersten in Bayern überhaupt. Dieser Fortschritt in der Technologie war für die meisten Fürsten Europas allerdings eher ein Fortschreiten von dem gutart hergebrachten. Anders bei König Ludwig II. Er war sehr begeistert von der modernen Technik. Nicht so sehr um der Technik willen, sondern vor allen Dingen, glaube ich, weil er mit der modernen Technik Möglichkeiten hatte, Träume, die er sich erdachte und ersann, in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Neuschwanstein ist das Monument einer Epoche, in der das Mittelalter zur goldenen Zeit der Deutschen verklärt wurde. Als Inbegriff einer gottgegebenen Ordnung. Mit ritterlichen Tugenden, Treue, Glaube, Tapferkeit. Wie sie die großen Sagen überliefern. Der Stoff, der auch Richard Wagner zu seinen Opern inspirierte. Und der in Ludwig seinen glühendsten Verehrer fand. Sein Schloss Herrenchiemsee imitiert das Versailles Ludwigs des 14. Ein Monarch sein wie der legendäre Sonnenkönig der Franzosen. Davon träumt auch der bayerische Ludwig. Absolut herrschen, nur Gott und sich selbst verantwortlich. Der König trauert einer Idee nach, für die es Ende des 19. Jahrhunderts in Europa keinen Platz mehr gibt. Sein Kleinod, das Lustschlösschen Linderhof. Eine Tagesreise von der königlichen Residenz in München entfernt, verbringt er hier ganze Wochen. Tagsüber brütet er über Bauplänen. Des Nachts diniert Ludwig mit verstorbenen französischen Königen als imaginären Gästen, für die selbstverständlich gedeckt wird. Ein Tischlein deck dich Aufzug sorgt dafür, dass die erträumte Runde von keinem Unberufenen gestört wird. Niemand hat die Situation des königlichen Sonderlings einfühlsamer beschrieben als ausgerechnet der preußische Gesandte in München. In einem Bericht an Bismarck schreibt er: König Ludwig hat in seiner Umgebung nicht eine Seele, die ihn versteht. Er ist ganz einsam und verzehrt sich in fruchtlosen Spielen überreizter Fantasie. Was ist Traum? Was Wirklichkeit? Früchte der weitschweifenden königlichen Fantasien finden sich auch im geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher in München. Der Monarch schickte einen Vertrauten auf verschiedene Inseln, um die Eignung der Eilande für die Errichtung eines neuen Königreiches zu prüfen. Die Wahl fiel auf Teneriffa. Sogar der Entwurf einer Verfassung für das Königreich der Kanarischen Inseln entstand in Ludwigs Auftrag. Bald schon verschwand die Idee wieder in der Schublade. Ende des 19. Jahrhunderts machen sich die positiven Folgen der Reichsgründung in Bayern bemerkbar. Als wirtschaftlicher Aufschwung. Während in Nordbayern Industriezentren entstehen, profitieren Oberbayern und das Allgäu vom innerdeutschen Tourismus. Brauchtum und Berge. In den Augen der Sommerfrischler aus dem Norden gilt das bayerische Voralpengebiet als unberührt und authentisch. Ein Eindruck, den man auch gerne und erfolgreich pflegt. Schon zu seinen Lebzeiten ziehen auch Ludwigs Schlösser viele Deutsche in den Bann. Besichtigen aber darf sie niemand. Eifersüchtig wacht der bayerische König über seine Refugien. Dabei hätte er Einnahmen aus dem Fremdenverkehr gut gebrauchen können. Denn die aufwendigen Bauprojekte sind längst nicht mehr aus dem Privatvermögen des Wittelsbachers zu bestreiten. Ludwig nimmt Kredite auf.
für die der Staat bürgen soll. Als sich seine Minister weigern, weitere Bürgschaften zu genehmigen, droht ihnen Ludwig mit der Absetzung. Sind die Schulden des Königs eine Bedrohung für den Staatshaushalt? Das, was die Gelder gewesen wären, die Beträge, um die es hier gegangen ist, hätte der bayerische Staatshaushalt politischen Willen vorausgesetzt jederzeit aufbringen können. Nur in der Situation, solange das Ministerium von den Liberalen besetzt gewesen, haben die Grundlagen dafür gefehlt. Ich glaube, ein patriotisches Ministerium wäre, ohne hier in finanztechnische Details einzusteigen, auf dem Wege über erneuerte Kredite und andere Maßnahmen problemlos in der Lage gewesen, die finanziellen Wünsche des Königs zu erfüllen. Die Minister wollen ihrer Absetzung zuvorkommen. Er ist wild entschlossen, uns abzusetzen, um an das Geld zu kommen. Er wird es bekommen. Die Patrioten haben ihm das Geld versprochen, wenn Ludwig sie an die Macht bringt. Dann gnade uns Gott. Diese Patrioten reden offen über einen Austritt Bayerns aus dem Reich. So weit darf es niemals kommen, denn wenn wir aus dem Reich ausscheren, ist Bayern verloren. Um Schaden von sich und dem Land abzuwenden, betreiben nun die Minister ihrerseits die Absetzung des Königs. Ein medizinisches Gutachten soll die Zurechnungsfähigkeit des bayerischen Monarchen in Frage stellen. Der renommierte Nervenarzt Bernhard von Gutten verfasst es. Sein Urteil ist zwar eine Ferndiagnose, aber eindeutig. Auf Lebenszeit, so schreibt er, sei der König nicht mehr fähig zu regieren. Natürlich ist Gutten davor zu halten, dass er den König nicht persönlich untersucht hat. Er hat sich auf die Datenlage gestützt und aus der ergab sich, dass in der Tat die Gefahr drohte, dass Ludwig Bayern noch mehr blamieren würde in den nächsten Regierungsjahren, als er es ohnehin schon getan hat. Er hat einerseits großartige Werke hinterlassen oder dazu beigetragen, hat Anstöße gegeben zu allen möglichen Wissenschaften, aber als Regent war er problematisch, hatte zum Teil ganz bizarre Ideen, die in alle Welt hinausgetragen wurden. Und das konnte sich ein damals moderner Staat nicht mehr leisten. Ludwig II. Hält sich in Neuschwanstein auf, als ihn eine von den Ministern eingesetzte Fangkommission festnehmen soll. Erst spät hat der König von den Plänen seiner Regierung erfahren. In Telegrammen schildert er seine verzweifelte Lage. Die meisten Depeschen werden abgefangen, nur wenige erreichen ihr Ziel. Eine geht sogar an Bismarck, aber der Hilferuf des bayerischen Monarchen verhallt ungehört. Ludwig. Jetzt kann dich nur noch dein Volk retten. Mitte Juni 1886 wird die Ära Ludwigs II. Nach 21 Regierungsjahren zu Ende gehen. Auf Neuschwanstein wird der abgesetzte König in Gewahrsam genommen und nach Schloss Berg am Starnberger See überführt. Im flachen Wasser des Ufers, 800 Meter vom Schloss entfernt, werden der Monarch und sein Arzt den Tod finden. Unfall, Fluchtversuch oder Tötung, die Umstände der bayerischen Königstragödie gelten bis heute als ungeklärt. Um 7:15 brechen die Männer zum Spaziergang auf. 5 Stunden später wird man ihre Leichen finden. So, halten Sie doch ein! Mehrere Todestheorien ranken sich um wenige gesicherte Indizien. Welche davon ist richtig? Hat der König bei einem Fluchtversuch einen Herzschlag erlitten? Dann aber hätte von Gutten das Unglück überleben müssen. Oder sucht Ludwig den Freitod im Wasser und wird dabei, als von Gutten ihn zurückhalten will, zum Mörder des kleingewachsenen Arztes? Eine dritte Theorie geht von der Tötung des Königs aus, beim Versuch zu fliehen. Der König, ein guter Schwimmer, wählt den Weg durch das Wasser und dann sollen Schüsse gefallen sein, sagen Gerüchte. Im Obduktionsbericht aber ist von einer Schusswunde nicht die Rede.
Tragödie am Starnberger See bleibt ungeklärt. Ein Rätsel wollte Ludwig immer bleiben. Spätestens mit seinem geheimnisvollen Tod ist ihm dies gelungen. Das tragische Ende Ludwigs im Alter von 40 Jahren löst eine Welle der Anteilnahme aus. Nie ist der scheue König seinem Volk so nahe wie nach seinem Tod. Zehntausende säumen die Straßen Münchens, als Ludwigs Leichnam an seine letzte Ruhestätte überführt wird. In Erinnerung bleibt vor allem der Märchenkönig. Doch er hatte ein politisches Konzept. Wer auch heute noch auf eine Sonderrolle Bayerns in Deutschland pochen will, der kann getrost auf Ludwig II. Verweisen. Ludwig II. Hat den Anschein eines Zauderers, eines Widerständigen, der die Politik mit Problemen belastet. Wenn man aber im Rückblick urteilt, dann war er eben kein Risikopolitiker. Er hat abgewartet und hat damit das Optimum für die bayerische Situation herausgehandelt, aber gleichzeitig nicht die Chance verspielt, dem größeren nationalen Verband anzugehören und dann von den großen Vorteilen, die das bedeutete, auch zu profitieren. Seine aufwendigen Schlossbauten dienten einst als Vorwand für seine Absetzung. Heute zählen sie zu den bedeutendsten Attraktionen Deutschlands. Visionäre Werke von anhaltender Faszination. Denkmäler auch einer persönlichen Tragödie. Der Mythos Ludwig. In seinen Schlössern hat er für immer Gestalt angenommen.